mit einer Hand am Gamepad und öffne mal das Buch. Ist doch ein bisschen schwieriger als erwartet. La 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 la. Ich hoffe, das Blättern ist jetzt nicht allzu laut. So, ich muss mal eben eine Unterlage hinlegen. Sorry Leute, hätte ich vorbereiten können. Egal. Gut, gehöre weg. Nebenbei natürlich geht's immer weiter hier. Ach du Scheiße, ich sehe das Bild schon und es kommt mir gleich. Ach, ein Paras. So, ein kleiner Angriff. So, das Paras will ich nämlich gerne fangen. Aber du darfst doch gar nicht, ist ein Only Run, ja? Oh, ich hasse es. Paras ist dafür da, dass ich später den Zerschneider kann. Und wieso hast du dich befreit? Findest du das witzig? Lol. Dankeschön, Paras. So, da es leider klingelt, muss ich einen kurzen Cut einlegen. Aber es hat aufgehört. Wenn es gleich wieder loslegt, werde ich einen Cut einlegen. Es tut mir leid, aber... Es ist unfassbar. Ich verstehe das auch gar nicht, warum das immer klingeln muss, wenn ich aufnehme. Das sind so Leute, die wissen genau Bescheid. Und ich... Gucke mal. Jetzt muss ich einmal kurz warten. Einen Moment. Tja, so ist das, Freunde. Kapi Plus. So, diese Sachen kriege ich natürlich gleich. Mein Shillock. Ja. Ist wieder ein lebenswichtiger Anruf, aber ist natürlich, gehe ich natürlich nicht ran, ne? Naja, gut. Wo war ich stehen geblieben, Leute? Entschuldigung. Ist ätzend sowas. Man denkt wirklich tatsächlich, oh, jetzt könnte ich aufnehmen. Ich könnte. Allerdings wird man dann gestört. Naja. Gut, ich hoffe, das passiert jetzt so schnell nicht wieder. Wahrscheinlich wird das Telefon in 20 Minuten sowieso wieder... 20, ja. Minuten sowieso wieder klingeln. Ich kenne mein Glück, ja. Aber gut. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, unnütze Gesetze. Ich sehe das Bild schon und es lässt mich schon schmunzeln. Ich möchte extra schmunzeln sagen, weil das andere Wort... naja, gut. Wir fangen mal beim Kapitel an. Vielleicht kennt das Buch sogar jemand. Wäre ganz cool. Hau ab, du blödes Kleinstein. Komm, dich nehme ich gleich mit. La, 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 la. Die Sonderbonbons übrigens spare ich mir auf. Die nehme ich alle mit. Gut, das erste Kapitel. No Sex but Crime. Sagt schon einiges aus Scheiße. Das ist nicht effektiv. Egal. Die Hitliste der seltsamsten Gesetze und Verordnungen zum Thema Sex. Jetzt wollen wir mal gucken. La, 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 la. Oh, hier ist eine Hitliste, sogar mit Platz 12 bis 1. Und das finde ich gar nicht gut, dass die Scheißdinger mir so einen Damage machen. Drink. Ich hab's ja. Okay. So. Ich fange einfach mal ganz oben an mit Platz 12. Ich werde dazu mal ein bisschen was erzählen. Das schmückt das Let's Play natürlich ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr findet das gut, dass ich das mache. Huch, Verzeihung. Wenn nicht, ich habe auch auf Wunsch eine andere Hitliste, die ich euch vortragen könnte. Aber ich fand das gerade ganz angemessen. Und jetzt muss ich mal eben rettern. Ehrlich, ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren. Du Arsch. Rettern, hör auf. Du bist brav. Ich kann mich ja und ganz schön schlecht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich bin ja ein Mann und Männer können das nicht. So, Mega-Hieb, zack, drauf. Okay, so. Ich muss das Mikro mal ein Stückchen zurückschieben, weil sonst funktioniert das nicht. Ja. Oh, ein Pipi. Cool. Nein, danke. Okay, jetzt aber wirklich. Paragraph 12. Grundsätzlich ist es den Flugzeugführern sowie dem gesamten männlichen technischen Personal verboten, weibliche Flugschülerinnen und Flugbegleiterinnen in Ausbildung oder in Berufsstand mittels eines Staubwedels am oder unterhalb des Kinns zu berühren. Auch nicht zum Zweck, die Aufmerksamkeit der Flugschülerin oder Flugbegleiterin zu erregen. What the fuck?
Ich muss sagen, ich lese mir das auch gerade erst zum ersten Mal durch. Warum darf man das nicht? Ich darf einer Flugschülerin oder Flugbegleiterin nicht mit einem Staubwedel unterhalb des Kinns kitzeln. Warum? Was soll das? Der ist doch Schwachsinn. Na gut. Wo kriegen wir denn Staubwedel her da? Okay, aber dazu gibt es ja Gott sei Dank auch eine Erklärung. Da bin ich halt jetzt echt mal drauf gespannt. Was sagt mir denn die Erklärung bitte? Okay. Das ist ja wohl Schwachsinn. Man darf keine Flugschülerin mit Staubwedel unterhalb des Kinns kitzeln. Aber oberhalb geht. Das heißt, irgendwie in den Haaren oder vor den Augen dürfte ich das. Okay, gut zu witten. Gut, dann schauen wir uns mal die Erklärung an. Erklärungen für diesen Passus waren nicht zu erhalten. Ach so, dass man davon ausgehen muss, dass eine Stewardess oder eine Flugschülerin sich über diese Form der Anmache beschwert hatte. Ach so. Also hat sich eine beschwert, dass sie wahrscheinlich. Das ist mit Sicherheit wieder Amiland gewesen. Da hat sich eine beschwert. Oh nein, mein Fluglehrer hat das und das gemacht, mich gekitzelt. Wie sich das anhört. Man sich mal vorstellen, du sitzt vor Gericht oder bei deinem Anwalt oder bei deinem Vorgesetzten, der über dem Typen steht, der dich belästigt hat, und du erzählst dem tatsächlich, ey, hier, der hat mich mit einem Staubwedel gekitzelt. Der hält dich doch für doof. Oder es war hier in Deutschland. Deutschland hat natürlich auch ganz, ganz große Geschichte bei sowas. Boah, ja gar nicht. Okay. Steht leider nicht dabei. Oder steht dabei, aus welchem Land das kommt? Ich muss mal kurz eben gucken. Den folgenden Paragraphen, der aus den Arbeitsrichtlinien für die Angestellten und Mitarbeiter einer amerikanischen Fluggesellschaft stammt. Nun, guck an. Stammt und in Columbia erlassen wurde, könnte man als Verbot. Ach so, siehst du, Columbia. Also Amerika. Lol, ey, was ein Schwachsinn. Ist natürlich typisch Amiland wieder. Alter, man ahnt es nicht, ne? Das ist ja wohl lächerlich. Na gut. Genug über dieses eine Gesetz aufgeregt. Es gibt noch hunderte weitere in diesem schönen Schmöker. Ich werde mich aber jetzt erstmal nach Azuria City begeben. Ich lasse das erstmal sacken. Das ist ja eine. Pff. Aber es ist nur in den USA verboten, ne? Das heißt, hier dürfte ich das machen. Also, wenn ich jetzt zu einer Stewardess gehe und die mit einem Staubwedel kitzle, dann wäre das nicht verboten. Gott, wie doof wäre denn, da sitzt im Flugzeug, hast einen Staubwedel in der Hand. Kommen Sie mal her. Gottes Willen, ne? So, Paras, tschüss. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Nice PC, wir legen mal was ab. So, ich lege das ab, was ich nicht brauche. Den Rest behalte ich. Wirbelwind brauche ich auch nicht. Werde ich direkt bei ihm verscheuern. Trank-Pokéball TM12 ist das. Luftseil brauchen wir auch nicht. Sonderbonbons behalte ich. Mondstein kann weg. Und TM4. Gleich alles weg, was nicht nötig ist. So, Rivalenkampf. Den werde ich jetzt erstmal ohne neues Gesetz durchführen. So, Tauboga sein mit Abstand stärkstes Poke. Mann, das ist uncool gewesen. Scheiße. Zweimal Sandwirbel ist schon schlecht. Dreimal ist noch schlechter. Das Problem ist, ich kann ja. Oh, Biss. Sehr schön. Im Rutenschlag. Ich kann ja auch nicht wechseln. Das heißt, ich habe die Kacke jetzt hier am Dampfen, dass ich nicht mehr treffe. Ach komm schon. Das ging ja noch. Das Problem ist jetzt hier die nächsten Pokes. Vor allem er hier. Wenn der Egelsamen und Rankenhieb einsetzt, habe ich ein Problem. Genau das passiert nämlich jetzt. Und wird mich Stück für Stück niedermachen. Ihr seht das, das ist richtig übel gerade. Und ich verliere diesen Kampf. Was ich äußerst uncool finde. Schade, schade, Schokolade. Das ist das Problem an Bisasam. Seinem verfluchten Egelsamen. Ja, und jetzt durch den ganzen Sandwirbel. Ach, ich spare mir die Tränke auf, dann gehe ich halt down. Komm.
Oh, ich treffe auch nicht mehr, dann bringt das nichts. Ja, nun komm, nun hau mich um. Ja, nun mach auch. Oh, jetzt mach hin, ne? Dankeschön. So. Bla 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 bla. Und weiter. Nächster Fight. Davon lasse ich mich doch nicht unterkriegen hier. Pschah. Aquaknarre. Hör mal auf. Immerhin nur einmal. Das bringt natürlich auch eigentlich ganz gute Erfahrungen mit sich. Warum zieht Biss nicht gleich so viel ab? Kann mir das mal einer erklären? Naja, gut. Gary ist besiegt. Wir gehen weiter unseres Weges. Ach ja, komm. Also mein Tipp am Anfang, bevor ich das aufgenommen habe, als ich mir das überlegt hatte, nur mit Chillog oder mit Chiggy das zu machen, war, dass ich dreimal in diesem Let's Play wahrscheinlich draufgehen werde. Das war das Erste, das war einkalkuliert. Das Zweite ist auf der MSN, habe ich mir überlegt. Und das Dritte ist, ja, da ist Erika das Problem. Oh nee, gar nicht wahr. Quatsch, Erika, Major Bob. Die drei Male habe ich mir das einkalkuliert. Mal gucken, ob ich recht behalten soll oder ob ich falsch liege. So, Platz 11. Es ist bekanntlich verdammt einsam im australischen Outback. Oh Gott, der Text fängt schon schlimm an. Das ist so eine Einleitung zu dem Gesetz. Weites Land, wenig Menschen, extrem wenig Frauen. Da kann der einsame Rindertreiber schon mal auf dumme Gedanken kommen. Zumal Kängurus nach dem vierten Schnaps vielleicht auch schon ästhetischen Ansprüchen genügen könnten. So, der Paragraph lautet, und es gibt ihn tatsächlich, ich muss es immer wieder dazu sagen: Der Geschlechtsverkehr mit einem Känguru ist Bürgerinnen und Bürgern prinzipiell untersagt. Der Geschlechtsverkehr mit einem Känguru ist nicht unter Strafe gestellt, wenn die Bürgerin oder der Bürger zum Zeitpunkt des geschlechtlichen Aktes nachweislich alkoholisiert war, wobei von einem Blutalkoholgehalt von mindestens 0,8 Promille auszugehen ist. Alter, nein. Ist doch nicht wahr. Boah, Leute, ey. Bei Australien, was ist da los? Hey, man darf Kängurus vergewaltigen, wenn man genug Alkohol getrunken hat. Ey, sind wir ziemlich verarschen? Oh, das ist doch, das tut doch, Alter. Steht dann da drunter. Australien staatliche Staatsgesetzordnung, Auflage 26, 1979, gültig bis 1984. Die Känguru-Population nimmt seit den 80er Jahren wieder zu. Zufall? Ah, da ist das abgeschafft worden, 84, na Gott sei Dank. Alter Schwede, ey, wer vergewaltigt denn ein Känguru? Was ist denn da los? Boah. Das ist ja auch mal richtig krass. Alter Schwede, ey. Ist prinzipiell untergesagt, aber wenn du genug gesoffen hast, darfst du einen Känguru knallen, ey. Oh mein Gott. Sorry, ich mache aus dem Let's Play jetzt ein Let's Read-Gesetze, die total unnütz sind. Das ist doch echt ein Witz. Ach, schön, schön, schön. Ich hoffe, da sind auch deutsche Gesetze bei. Das ist ja wirklich sehr interessant. Ach ja. Da komme ich nicht drauf klar. Wer knallt denn einen Känguru? Da ist doch egal, wie besoffen du bist. Das musst du doch merken. Das ist doch Spei. Oh, das darf doch nie, der darf nie rauskommen, ey. Wenn sowas rauskommt, du kannst ja niemanden mehr ansehen, ey. Krass ist das schlimm. Boah, das ist echt schlimm. Känguru-Bums, ne? Das ist doch echt ein Scherz. Vor allem wie? Ich meine, hallo? Die kriegen das ja wohl mit? Oder nicht? Ich glaube, so ein Känguru würde das wohl mitkriegen, wenn man da so ein Typ hinter ihm ankommt. Ah. Naja, hinterfragen wir das mal nicht weiter. Vor allem das Interessante, das steht ja drin, das ist ja der erste Satz. Der Geschlechtsverkehr ist mit einem Känguru ist Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja auch für Frauen. Das heißt, die Frauen könnten sich ein männliches Känguru schnappen. Das macht der doch nicht mit. Hat
Alter, ist das schlimm. Oh Mann. Das macht doch kein Känguru-Männchen mit. Alter, wie das aussehen muss, ey. Oh, ich kann mir echt vorstellen. Nein. Nee, nee, nee. Oh, Leute. Ich habe gerade übelstes Kopfkino gehabt. Boah, das arme Känguru. Okay. Gut, so viel dazu. Da gibt es ja noch mehr. Komm, einen, da gibt es noch einen. Was haben wir noch? Muss mal eben heilen. So. Nächster. Was haben wir da? Platz 10. Oh Gott, wenn es immer schlimmer wird, ey. Ich will Platz 1 nicht lesen. Eieiei. Platz 10. Einleitender Satz. Einleitender Text. Moment, so. Fußballtrainer sind in der Regel der Meinung, dass Beischlaf unmittelbar vor einem Spiel nicht unbedingt ratsam ist. Wie jedoch denken Schachtrainer über den Beischlaf während einer Partie? Möglicherweise ist man dieser Frage in Estland bereits auf den Grund gegangen. Moment, Moment, bevor ich das jetzt lese. Beischlaf, während man Schach spielt? Mit einer Schachpartie mit einem Gegner oder mit dem Partner dann? Moment. Okay. Was steht da im Gesetz? Bildung muss man eben warten. Es ist den Partnern eines im gegenseitigen Einvernehmen vollzogenen sexuellen Aktes währenddessen nicht gestattet, Schach zu spielen. Oh, wie schade. Oh mein Gott. Was ist denn das? Lol, was, wer kommt auf sowas? Ach, schön. Oh, das ist echt schön. Ich habe schon jetzt Tränen in den Augen. So, ich verkaufe mal eben alle Sachen hier. So, danke. Ach, meine Güte. Ah. Es ist nicht, weil darf mit seinem man darf mit seinem Partner während des Beischlafs kein Schach spielen. Was passiert denn dann? Kommt man in den Knast oder was ist los? Ey, man muss sich das mal vorstellen. Ey. Man kommt in den Knast. Warum sitzt du? Ja, ich habe 30 Leute umgebracht. Ich sitze hier echt lange drin und dann fragt er dich, was hast du gemacht? Ja, ich habe während ich mit meiner Frau geschlafen habe Schach gespielt. Oh Gott, nee. Ist das schön. Echt, denn jetzt sind auch Helden des Knastes dann. Während des Freilaufs auch. Ja, ich habe mit meiner Frau während des Beischlafs Schach gespielt, deswegen sitze ich hier. Ah, übrigens, Misty liegt auch. Ah, aber okay. Okay, einer geht noch, sagt er. Einer geht noch, bevor ich jetzt gleich hier. Ich muss leider, leider, ich will es gar nicht. Aber ich muss hier einen Cut machen. Ich muss gleich zügig woanders hin. Blubber weg. Aber komm, einer geht noch. Aber oh, die Erklärung fehlt noch. Moment. Da muss ich die Erklärung noch zuliefern. Aus dem estnischen Pendant des Bürgerlichen Gesetzbuches. Veröffentlichung vom April 1997. Geändert und gestrichen mit der ersten Überarbeitung im Mai 97. Ja. Die Theorie besagt, dass die Formulierung dieses Gesetzes ursprünglich lediglich eine Art Pfeilballspiel, eines mit der Abfassung diverser Paragraphen, huch, nicht umblättern, beauftragten Juristen war und die Abschrift versehentlich in die Endfassung rutschte. Lol. Oh mein Gott. Wir meinen billige Ausrede, das ist Sp ein Spitzengesetz. Oh meine Fresse, aber. So ein Quatsch. Aber jetzt dürfen die Leute in Estland wieder. Das ist doch schön, dass sie das jetzt wieder dürfen. Okay. So, ein Gesetz sagt, da geht noch. Platz 9. Was tut ein Mann, wenn er sich freut? Er jubelt. Okay. Und wenn sich ein amerikanischer Mann des 19. Jahrhunderts ganz besonders freute. Genau, dann schießt er schon mal in die Luft. Okay. Schade, dass das schon wieder genau in dem Moment reglementiert wurde,
als wirklich Grund zur Freude bestand. Oh Gott. Oh Gott, ich ahne schon, was in Amiland wieder los war. Ich ahne es. Okay, während des Vollzugs des ehelichen Beischlafs ist es dem Mann untersagt, einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe abzufeuern oder mit kundzutun, dass der weibliche Partner in diesem Moment einen Höhepunkt der sexuellen Lust verspürt. Oh mein Gott. Wer muss jetzt noch unweigerlich an Scrubs denken, an JD und Turk Sex Gong? Ich hab der jetzt gerade genauso vorm Kopf. Mein Gott. Man darf keine Handfeuerwaffe abfeuern, wenn die Frau ein Höhepunkt ist. Oh, schön. Ich stelle mir das vor, ey. Man muss sich das echt vorstellen. Oh, ist das toll. Meine Fresse, muss das geil gewesen sein damals. Ich erknallt einer mit einer Pistole. Ach, guck mal, der Eins von dem Mann. Er hat schon wieder einen losgeschickt und seine Frau freut sich schon wieder. Was schön. Meine Fresse. So, eben tauschen hier. Was haben wir denn? Was haben wir denn da drunter? Ein städtischer Erlass aus Connorsville, Bundesstaat Wisconsin, USA. Moment, Panzerschutz? Nö. Aufgenommen im Jahr 1857, oh ja, auch schon lange her. Teilweise eingegangen und textlich überarbeitet in die Novellierung 1998. Allerdings ohne Erwähnung des ehelichen Beischlafs, sondern als reines Anti-Waffengesetz getarnt. Getan in Anführungsstrichen. Der Originalwortlaut wurde leider nur noch in Fragmenten ermittelbar. Doch trotz dieser kläglichen Information kommt man nicht umhin, sich vorzustellen, was in Connorsville dereinst vorgefallen sein muss, dass ein solcher Erlass herausgegeben wurde. Oh ja. Oh ja, da muss ja echt Paddy gewesen sein, dass sie das wirklich gesetzlich festgelegt haben. Alter Schwede, da muss ja echt Paddy gewesen sein. Shit, ey. Das ist ja wirklich in die Gesetze so eingegangen. Da muss ja dann echt jemand hoch gesagt haben, weil das ist mir viel zu laut und viel zu viel Lärm hier. Aber einer geht noch, einer geht noch. Komm, Platz 8, der ist nämlich nicht so lang. Triebgeplagte Taxi- und Busfahrer haben es in, oh Gott, Massachusetts, oh, das habe ich immer gehasst, dieses Wort, nicht leicht. Da sie den ganzen Tag im Einsatz müssen, da sind sie den ganzen Tag im Einsatz, müssen Stunden um Stunde Passagiere über weite Entfernung transportieren und haben trotzdem keine Chance, mal ganz fix ein williges Weibchen auf ihren Schoß zu ziehen. Eieieiei. Okay. Wie heißt das Gesetz? Es ist jedem Fahrer eines handelsüblichen Kraftfahrzeuges, das mittels außen angebrachter Symbole als öffentliches Personentransportverhalten vorbehaltenes Fahrzeug kenntlich gemacht ist, verboten, während der Fahrt auf den Vordersitzen des besagten Fahrzeugs mit einer oder mehreren Personen geschlechtlichen Verkehr zu haben. Nein! Lol. Auch extra betont, dass da drüber steht, dass es extra angebrachtes Symbol ist, also sprich Taxen. Hör mal auf jetzt hier, Quapsel. Bundesstaat Massachusetts, USA. Aktuell nach wie vor gültig. Bedeutet das nur im Umkehrschluss, dass es allen Fahrern anderer Fahrzeuge durchaus gestattet ist? Das stimmt eigentlich. In dem Gesetz steht explizit, dass es den Fahrern von Fahrzeugen verboten ist, die das markiert haben. Wie ist es denn mit Fahrern, die es nicht markiert haben? Die dürften das ja dann. Das finde ich ja mal stark. Also Leute, ab in die USA, Auto schnappen und dann wilde Orgien hinten auf dem Vordersitz feiern. Es steht nicht im Gesetz, dass das verboten ist. Oh mein Gott. Ach, ist das schön. Ja, solche Gesetze, das sind wirklich Highlights. Ich hoffe mal, das macht dieses Let's Play doch noch ein bisschen erträglicher. So, und jetzt muss ich leider los. Aber gut, ich werde noch meinen Speicher heilen. Ach, schön. Im nächsten Part hören wir dann mehr von diesen lustigen Gesetzen, hoffe ich. Also, mir hat schon einige Tränen in die Augen gerieben. Und wir sind auf Level 32. Wir kommen ganz gut durch. So, Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. Bis gleich.